Damen und Herren, kriebelsgräbige Wiesenschmankerl beschäftigen sich heute mit einem der gesündesten Vertreter der bayerischen Essenskultur, vor uns auf dem Teller, Tellerfleisch. Dann sitzen zwei Herren bei mir am Tisch, die intensiv mit der Erzeugung selbigens verbunden sind. Einmal der Verwalter des Guts Karlshof. Wie viele Ochsen haben Sie eigentlich, bevor Sie geschlachtet werden? Am Betrieb stehen 500 Ochsen. 500? Ja. Und von wann bis wann sind die Bären? Die sind von einem halben Jahr bis zu 20 bis 22 Monate bei uns und in drei Stallungen aufgeteilt, je nach Altersgruppe. Herr Bauschmidt, Sie sind nun der Chef über alle städtischen Güter. Haben Sie da noch mehr Ochsen oder mehr Vieh oder was machen Sie da noch? Nein, auf den anderen Betrieben, das sind reine Ackerbaubetriebe. Da haben wir nur Anbau von Mais, Getreide, Kartoffeln. Und der einzige Betrieb, der Tierhaltung hat, ist der Karlshof eben mit seinen Ochsen. Wenn ich Sie jetzt frage, wissen Sie nur, was für Ochs das gewesen ist? Oh, da muss ich fast passen. Das müssen Sie da passen. Okay. Sie sollen ja nicht wissen, welcher Ochs das war, sondern wir essen das jetzt. Sonst wird es kalt, meine Herren. Ich bedanke mich, stessen wir mal zusammen. Prost, meine Herren. Prost.